Dieses Video soll keine umfassende Einführung in die numerische Mathematik werden, das wäre Etikettenschwindel. Es soll vielmehr um einige grundlegende und eigentlich simple Dinge im Umgang mit Zahlen gehen, zum Beispiel um Runden und Nachkommastellen, aber auch darum, wie man Ergebnisse sinnvoll hinschreibt, was man mit Numerik eigentlich meint und ein bisschen auch um Fehlerrechnung. Ich hatte früher mal die wohl etwas naive Hoffnung, dass die Studentinnen und Studenten das aus der Schule mitbringen. Es gibt aber in jedem Semester ein paar Leute, die von diesen Dingen entweder noch nie gehört haben oder sie haben sie komplett aus ihrem Gedächtnis gelöscht. Vielleicht habe ich aber auch einfach zu viel vorausgesetzt. Darum fasse ich das, was meine Zuhörer nach meiner Meinung mindestens wissen sollten, hier nochmal zusammen und füge gleich noch ein paar Informationen über den Umgang mit Zahlen auf dem Computer hinzu. Über fast alle Themen, die angesprochen werden, gibt es in meinem Kanal ausführlichere beziehungsweise vertiefende Videos. Darum werde ich heute vieles nur anreißen. In der Beschreibung gibt es dann weiterführende Links. Es gab immer wieder Situationen, die Anlass für so ein Video hätten sein können. Ich zeige exemplarisch mal eine, die zwar nicht exakt so passiert ist, die aber gut zeigt, was ich unter anderem meine. Stellen Sie sich vor, Sie hätten in einer Klausur nach der Anzahl der Möglichkeiten gefragt, 3 von 7 Farben auszuwählen. Und hätten als Antwort 35,0 bekommen. Das ist rein technisch nicht falsch, aber es offenbart nach meiner Ansicht einen Mangel an Gefühl dafür, wie mathematische Resultate kommuniziert werden. Wie kommt so eine Antwort zustande? Das liegt natürlich daran, dass es unzumutbar ist, den Binomialkoeffizienten 7 über 3 von Hand auszurechnen. Wird der Computer, wie hier mit Python befragt, so zeigt er wegen der Division eine Fließkommazahl an, und die wird dann brav aufgeschrieben. Dass die Antwort statt 35 vielleicht auch 34 oder 42 hätte sein können, niemals aber 35,1 oder 35,7, dass also die Nachkommastellen nicht nur keine Rolle spielen, sondern eher zur Verwirrung beitragen, scheint unserem Probanden entgangen zu sein. Wie üblich gehe ich nicht gleich in medias res, sondern belästige Sie erstmal mit etwas Hintergrundwissen. Als ich Mathe studiert habe, gab es an meiner Universität 2 mathematische Institute. Das eine hieß einfach Institut für Mathematik, war das deutlich größere und die Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter saßen wortwörtlich im Elfenbeinturm des Hauptgebäudes im obersten Stockwerk. Und dann gab es noch das deutlich kleinere Institut für angewandte Mathematik, das größtenteils im Erdgeschoss und im Keller logierte. Die Organisationsformen an den Hochschulen haben sich inzwischen geändert, aber die Trennung, die ich hier beschreibe, ist im Prinzip immer noch vorhanden, wenn die Trennlinie in den letzten Jahrzehnten vielleicht auch ein bisschen unschärfer geworden ist. Auf der einen Seite steht die sogenannte reine Mathematik, mit der sich die Mehrheit der professionellen Mathematiker befasst, auf der anderen die angewandte Mathematik, die von manchen reinen Mathematikern etwas herablassend behandelt wird. Und ich will nicht ausschließen, dass ich das früher auch gemacht habe. Auch die beiden abgebildeten und noch recht neuen Wälzer, der eine ist erst vor 4 Jahren erschienen, teilen die Mathematik in 2 Hälften auf. Einen wesentlichen Unterschied zwischen diesen beiden Sorten von Mathematik will ich hier mal an 2 typischen Büchern darstellen. Links ein Lehrbuch aus dem Bereich der reinen Mathematik von dem von mir sehr geschätzten Klaus Jenig. Rechts eine Einführung in die numerische Mathematik, die wohl der wichtigste Grundpfeiler der angewandten Mathematik ist. Ich habe mir den Spaß gemacht, die etwa 130 Seiten von Jenigs Buch durchzublättern, um alle Zahlen zu finden, die dort vorkommen. Weil es in dem Buch um Funktionentheorie geht, kommen dort häufiger mal Pi, E und I vor. Auch die Zahlen 0, 1 und 2 spielen öfter eine Rolle. In manchen Beweisen kommt auch mal eine 3 oder eine 4 vor und manchmal sieht man auch eine dieser Zahlen mit einem Minus davor, wie minus 2 oder ihren Kehrwert, wie ein Viertel. In sporadischen Aufgaben und Beispielen habe ich größere ganze Zahlen entdeckt, und zwar 5, 6, 7 und 8 und einmal sogar eine 13. Das war es dann aber auch. Andere Zahlen gibt es nicht und es gibt viele Seiten, auf denen außer der Seitenzahl gar keine Zahl zu finden ist. Laien finden das oft überraschend, weil sie denken, dass es in der Mathematik nur um Zahlen geht und dass Mathematiker den ganzen Tag rechnen. Aber in typischen Büchern und Fachartikeln, die sich mit reiner Mathematik beschäftigen, spielen konkrete Zahlen fast keine Rolle. In manchen Teilgebieten, wie etwa der Algebra, der Mengenlehre oder der Kategorientheorie, gibt es ganze Bücher, in denen überhaupt keine Zahlen vorkommen oder höchstens mal 0 und 1. Und Zahlen mit einem Dezimaltrennzeichen, wie zum Beispiel 3,4, werden Sie mit großer Sicherheit nicht finden. Lustigerweise ist das sogar in der sogenannten Zahlentheorie der Fall,
die zur reinen Mathematik zählt. Trotz des Namens können Sie auch in diesem Fachgebiet dicke Wälzer finden, in denen Sie nach Zahlen regelrecht suchen müssen. In dem Buch rechts hingegen ist das ganz anders. Schon auf den ersten Seiten begegnen einem Zahlen wie 0,961, 21.991,48, 6,8541 und so weiter. Man könnte sogar vereinfacht sagen, dass es in der numerischen Mathematik in erster Linie darum geht, solche Zahlen zu produzieren. Ich will den angesprochenen Gegensatz an einem konkreten Beispiel illustrieren. Sie kennen aus der Schule quadratische Gleichungen wie x² plus 2x minus 3 gleich 0. Dafür gibt es ein Lösungsverfahren. Das haben Sie in der Schule gelernt und das war schon vor tausenden von Jahren in den alten Hochkulturen bekannt. Sie haben in der Schule aber garantiert nicht gelernt, wie man sogenannte quintische Gleichungen wie x hoch 5 minus x plus 1 gleich 0 löst. Man kann den zugehörigen Funktionsgraphen zeichnen und ahnt dadurch, dass es mindestens eine Lösung gibt und wo sie ungefähr liegt. Aber das ist nicht zu vergleichen mit dem Verfahren für quadratische Gleichungen. Ein wichtiger Satz, der zum ersten Mal zufriedenstellend 1799 von Gauss bewiesen wurde, besagt, dass solche Gleichungen, egal ob zweiten oder fünften Grades, garantiert Lösungen haben, die aber eventuell komplexe Zahlen sind. Wir wissen also zumindest, dass es nicht sinnlos ist, nach einer Lösung zu suchen. Ein weiterer wichtiger Satz, der ziemlich genau ein Vierteljahrhundert später bewiesen wurde, besagt aber, dass es unmöglich ist, für die zweite Gleichung eine Lösungsformel wie die PQ-Formel für quadratische Gleichungen anzugeben. Beide Sätze sind gefeierte Resultate, die einen prominenten Platz in der Geschichte der Mathematik einnehmen. Und wie die PQ-Formel gehören sie in den Bereich der reinen Mathematik. Sie geben uns eindeutige, hieb- und stichfeste Antworten auf grundlegende Fragen. Andererseits sind sie aus praktischer Sicht im gewissen Sinne nutzlos, weil wir nach wie vor die Lösungen der Gleichungen nicht kennen. Diese Lösung, zumindest näherungsweise zu finden, ist Aufgabe der numerischen Mathematik. Mithilfe eines Computers ist es zum Beispiel problemlos möglich, die 5 Lösungen auf 3 Stellen nach dem Komma anzugeben. Und wenn Sie stattdessen lieber 30 Stellen nach dem Komma hätten, dann braucht Ihr Computer dafür auch nur Sekundenbruchteile. Solche Resultate können zum Beispiel für Naturwissenschaftler oder Ingenieure enorm wichtig sein. Aus Sicht der reinen Mathematik sind es aber nur Näherungslösungen. Bevor ich weitermache, will ich aber noch klarstellen, dass ich hier nicht das Loblied der reinen gegenüber der angewandten Mathematik singen will. Das hätte ich vielleicht im jugendlichen Überschwang vor 30 Jahren gemacht, aber man wird ja irgendwann auch älter und reifer. Die angesprochene Dichotomie hat sich eigentlich erst Ende des 19. Jahrhunderts herausgebildet. Am Beispiel von 3 Mathematikern, die allgemein zu den größten aller Zeiten gezählt werden, kann man gut sehen, dass es bis dahin keine Trennung von Theorie und Praxis gab. Das erste Beispiel entstammt der klassischen griechischen Mathematik, die einerseits ein Musterbeispiel für reine Mathematik ist. Andererseits hat aber Archimedes, ihr bedeutendster Vertreter, schon vor weit über 2000 Jahren den Wert der Kreiszahl Pi näherungsweise bestimmt. Das würde man heutzutage als numerische Mathematik bezeichnen. Das zweite Beispiel ist Isaac Newton, den man schon deswegen nicht als reinen Mathematiker bezeichnen kann, weil ihn eigentlich die Physiker als einen der ihren beanspruchen. Wissenschaftler, die sich ausschließlich mit Mathematik im heutigen Sinne beschäftigt haben, gab es damals ohnehin eigentlich nicht. Obwohl Newton aus mathematischer Sicht in erster Linie durch die Entwicklung der Analysis, also als reiner Mathematiker, im Gedächtnis geblieben ist, entwickelte er quasi nebenbei auch numerische Methoden, zum Beispiel das nach ihm benannte Verfahren zum näherungsweisen Bestimmen von Nullstellen, das noch heute einer der Eckpfeiler der numerischen Mathematik ist. Und schließlich darf auch Gauss nicht fehlen, der vielleicht größte Mathematiker aller Zeiten, der in vielen Bereichen der reinen Mathematik seine Spuren hinterlassen hat. Dass man Gauss auch ganz anders wahrnehmen kann, zeigt eine schöne Anekdote, die ich mal gelesen habe. Die Mathematiker einer amerikanischen Universität hatten den Weg auf dem Campus, an dem ihr Institut lag, nach Gauss benannt. Daraufhin wurden sie von einem Physiker gefragt, warum sie als Namenspatron denn einen Physiker gewählt hätten. Gauss war also definitiv an Anwendung interessiert und hat auch seine Spuren in der numerischen Mathematik hinterlassen. Eins von vielen Beispielen ist die Methode der kleinsten Quadrate, über die ich kürzlich ein Video gemacht habe. Für den Rest des Videos ist es aber trotzdem ganz gut, wenn wir nochmal die Unterschiede herausarbeiten. Dabei wird es weniger darum gehen, wann Mathematik angewandt ist, sondern eher darum, wann sie numerisch ist. Die meisten Mathematiker würden heutzutage wohl sagen, dass sich die reine Mathematik ganz allgemein mit der Untersuchung von Strukturen und deren Eigenschaften beschäftigt. Dabei geht es in erster Linie um das Beweisen von Sätzen, die qualitative Aussagen machen.
Denken Sie an den vorhin erwähnten Fundamentalsatz der Algebra, der etwas darüber aussagt, unter welchen Bedingungen bestimmte Gleichungen überhaupt Lösungen haben. In der numerischen Mathematik geht es hingegen um Verfahren, im Computerzeitalter vielleicht passender Algorithmen, zur Berechnung von konkreten Werten, häufig schlicht und einfach von Zahlen. Die Aussagen, die hier bewiesen werden, sind eher quantitativer Art und es geht dabei zum Beispiel um die Effizienz der Algorithmen oder die maximale Abweichung der berechneten Resultate von den korrekten Werten. Wenn es in der reinen Mathematik um konkrete Ergebnisse geht, dann müssen die exakt sein, während es in der numerischen Mathematik eigentlich immer um Näherungswerte geht. Das vornehme Fremdwort für Näherungswert ist übrigens Approximation. Und exakte Lösungen werden manchmal auch analytisch genannt. Aber vielleicht sollten wir erstmal klären, was Mathematiker eigentlich mit exakten Werten meinen. Die exakten Werte par excellence sind die ganzen Zahlen, von denen der deutsche Mathematiker Kronecker im 19. Jahrhundert mal gesagt haben soll, dass sie quasi schon immer da waren, während sich die restlichen Zahlen die Mathematiker ausgedacht haben. Wenn Sie die Knöpfe an Ihrem Hemd zählen und Sie kommen auf 7, dann sind das genau 7 Knöpfe und nicht ungefähr 7. Und solange man mit diesen Zahlen nur addiert, subtrahiert und multipliziert, bleibt auch alles exakt. Wenn ein Hemd genau 7 Knöpfe hat, dann haben 6 Hemden genau 42 Knöpfe, wenn nicht einer abgefallen ist. Wenn man auch noch dividieren möchte, dann kommt man mit den ganzen Zahlen nicht mehr aus. Man bekommt eventuell Brüche als Ergebnis und bei denen wird auch schon deutlich, was Kronecker mit Menschenwerk meinte. Eine Zahl wie 7 Drittel ist eigentlich ein Hilfskonstrukt, eine Abkürzung für das, was rauskommen würde, wenn man 7 durch 3 teilen könnte. Zwar haben schon die alten Hochkulturen mit Verhältnissen von Zahlen gearbeitet, die man heutzutage als Brüche bezeichnen würde, aber bis es so weit kam, dass Brüche so wie heute als ganz normale Zahlen anerkannt wurden, war es ein langer Weg. Und wie man an den Schwierigkeiten, die viele Schüler mit der Bruchrechnung haben, erkennen kann, sind Brüche definitiv nicht so natürlich wie zum Beispiel die natürlichen Zahlen. Ein Bruch ist aus mathematischer Sicht ein exakter Wert. Aber man könnte spitzfindig argumentieren, dass er es nur deshalb ist, weil man die Division, für die er steht, nicht ausführt. Sie haben sehr wahrscheinlich im Kopf eine klare Vorstellung davon, was mit 2 Dritteln einer Pizza gemeint ist. Aber versuchen Sie mal in der Realität eine Pizza exakt in 3 Teile aufzuteilen. Sie wissen aber wohl auch, dass sich auf der Zahlengerade außer den Brüchen und den ganzen Zahlen noch ganz viele andere Zahlen tummeln, die sogar die weit überwiegende Mehrheit der Bewohner ausmachen. Das sind die irrationalen Zahlen. Solche Zahlen können zum Beispiel entstehen, wenn man Wurzeln zieht, Logarithmen berechnet oder die Werte von trigonometrischen Funktionen ermittelt. Ganz allgemein sind irrationale Zahlen immer das Ergebnis von Grenzwertprozessen. Im Gegensatz zu Brüchen und ganzen Zahlen kann man irrationale Zahlen aber nicht einfach so hinschreiben. Es gibt für sie keine Notation und die kann es prinzipiell auch gar nicht geben, weil es dafür einfach zu viele von den kleinen Bösewichten gibt. Daher schreibt man, wenn man es mit irrationalen Zahlen zu tun hat, quasi die Rolle hin, die sie spielen, also zum Beispiel die Quadratwurzel von 5. Das ist aus Sicht der Mathematiker ein exakter Wert. Und es ergibt auch wirklich Sinn, von exakten Werten zu sprechen, weil man mit diesen Zahlen weiterrechnen kann, ohne dass sie ihre Identität verlieren. Wenn Sie zum Beispiel als Zwischenergebnis irgendwann die Quadratwurzel aus 5 erhalten und dieses Zwischenergebnis später wieder quadriert wird, dann ist das Ergebnis exakt 5, weil das ja gerade die definierende Eigenschaft der Quadratwurzel von 5 ist. Genauso ist natürlich das Produkt von 7 Drittel und 3 exakt 7, weil das die definierende Eigenschaft von 7 Drittel ist. Schließlich sei noch erwähnt, dass es einige irrationale Zahlen gibt, die so wichtig sind, dass sie eigene Namen bekommen. Zum Beispiel die Kreiszahl Pi, die Eulersche Zahl E, der goldene Schnitt oder die Euler-Mascheroni-Konstante. Das sind auch exakte Werte, denn auch sie sind durch ihre jeweiligen Eigenschaften eindeutig bestimmt. Wenn Sie beispielsweise den natürlichen Logarithmus von E berechnen, kommt exakt 1 heraus. Hier ein paar Beispiele dafür, wie in der reinen Mathematik exakt gerechnet wird. In allen Fällen steht natürlich links und rechts vom Gleichheitszeichen dasselbe. Man könnte also argumentieren, dass es eigentlich sinnlos sei, von Ausrechnen zu sprechen, weil ja auch rechts nicht wirklich eine Zahl steht. Es ist aber offensichtlich, dass der Wert rechts jeweils einfacher aussieht als der links und es gibt relativ einsichtige Konventionen dafür, was einfach in diesem Zusammenhang bedeutet. Zum Beispiel finden Mathematiker den Ausdruck 2 mal Wurzel 3 informativer und eleganter als Wurzel aus 12, obwohl beides natürlich dasselbe ist. Und übrigens ist der Term unten rechts ein Beispiel dafür,
dass man einer Funktion, die man nicht einfacher hinschreiben kann, in diesem Fall der sogenannten Fehlerfunktion, einen Namen gibt, weil sie wichtig ist. Das ist so wie bei Pi oder E. Computeralgebra-Systeme rechnen genauso, wie Mathematiker es erwarten würden. Sie können Ausdrücke vereinfachen, aber sie vereinfachen sie immer nur so weit, wie wir es auch auf den letzten Folien gesehen haben. Man sieht hier zum Beispiel, dass SymPy natürlich weiß, dass 2 die Wurzel von 4 ist, dass die Wurzel von 5 aber nicht ausgerechnet wird, weil es sich hier um eine irrationale Zahl handelt. Wenn Sie diesen Wert jedoch quadrieren, kommt wieder 5 heraus. Falls Sie das für selbstverständlich halten, dann warten Sie ab. Eine Sorte Zahlen habe ich bisher nicht erwähnt, nämlich die sogenannten Dezimalbrüche. Eigentlich habe ich sie natürlich schon erwähnt, weil es sich rein technisch um nichts weiter als Brüche handelt. Allerdings um ganz besondere, nämlich um solche, bei denen der Nenner eine Zehnerpotenz ist. In diesem Sinne sind es auch exakte Werte. Es gibt jedoch für diese Brüche eine besondere Schreibweise, die in Europa Anfang des 17. Jahrhunderts Verbreitung gefunden hat. Das ist die Dezimalschreibweise mit Nachkommastellen, die wir hier jeweils rechts vom Gleichheitszeichen sehen. Ich verwende konsequent, wie auch in meinen anderen Videos, einen Punkt und kein Komma als Dezimaltrennzeichen, aber ich denke, Sie verstehen, was ich mit Nachkommastellen meine. Diese Zahldarstellung hat den Vorteil, dass wir uns im Allgemeinen die Relationen der Zahlen untereinander besser vorstellen können als bei Brüchen. Die meisten Menschen werden spontan nicht sagen können, ob 11 Viertel größer oder kleiner als 69 25stel ist und wie weit die beiden Zahlen auseinander liegen. Schreiben wir sie jedoch als Dezimalbrüche, so ist die Antwort offensichtlich. Darum begegnet uns diese praktische Darstellung von gebrochenen Zahlen auch ständig im Alltag. Auf dem Fieberthermometer lesen wir 36,9 Grad ab, die Inflationsrate beträgt 1,4%, auf der Zigarettenschachtel ist von 0,8 Milligramm Nikotin die Rede, das Bruttoinlandsprodukt betrug 3,436 Millionen Euro und so weiter. Und da dies auch eine Art Ratgebervideo ist, noch eine Bemerkung am Rande. Verfallen Sie nicht der Unsitte, eine Zahl wie die vorletzte als 0,79 zu lesen. Dann müsste die Zahl darunter nämlich auch so heißen. Korrekt heißt die eine Zahl 0,79 und die andere 0,079. Leider lassen sich bekanntlich selbst die meisten Brüche nicht in der praktischen Dezimalschreibweise darstellen. Sogar so ein einfacher Bruch wie 2/3 hat bereits unendlich viele Nachkommastellen. Allerdings ist es bei Brüchen wenigstens noch so, dass sich die Nachkommastellen periodisch wiederholen, sodass man dafür eine Kurzschreibweise entwickelt hat, bei der der sich wiederholende Teil nur einmal hingeschrieben und durch ein Dach markiert wird. Aber mit diesen Ungetümen kann man nicht mehr besonders schön rechnen, da sind klassische Brüche dann wieder praktischer. Nebenbei noch ein weiterer ungebetener Ratschlag. Die zweite Zahl wird 8,3 Periode 42 und nicht etwa, wie ich oft höre, 8,342 Periode gelesen. Bei der zweiten Variante ist nicht klar, wo die Periode anfängt. Noch schlimmer ist es mit den Nachkommastellen bei den irrationalen Zahlen bestellt. Die haben grundsätzlich immer unendlich viele Nachkommastellen und im Gegensatz zu den Brüchen gibt es hier garantiert keine periodischen Wiederholungen und damit auch keine Kurzschreibweise. Das ist das, was ich vorhin meinte, als ich sagte, dass man irrationale Zahlen nicht exakt hinschreiben kann. Bleiben wir also bei den exakten Werten der reinen Mathematik? In der Praxis wird das nicht weit führen. Sie können zum Beispiel die benötigte Menge Lack für die Oberfläche einer Kugel exakt berechnen, aber Sie werden im Baumarkt kein Gebinde mit der Aufschrift 4800 Pi Milliliter finden. Mit einer Angabe wie ungefähr 15.100 ist Ihnen da eher geholfen. Es dürfte schon reichen zu wissen, dass man etwas mehr als 15 Liter braucht, also mit 3 Eimern à 5 Liter wohl nicht auskommen wird. Und da fallen einem natürlich noch Unmengen von Beispielen ein. So wird es den Leuten in der Produktionsplanung nicht viel helfen, wenn sie ihnen sagen, dass voraussichtlich Fehlerfunktionen von 5 durch 3 mal Wurzel 2 der hergestellten Bauteile zu gebrauchen sind. Mit etwa 90% können die Kollegen wahrscheinlich wesentlich mehr anfangen. Und es ist nicht etwa nur die Bequemlichkeit beim Ablesen der Zahlen, die für ungefähre Werte spricht. In beiden Fällen wäre die Angabe eines exakten Wertes nämlich eine Illusion. Eine perfekte Kugel, deren Radius genau 2 Meter beträgt, gibt es gar nicht. Und die Angabe von 300 Millilitern Lack ist ebenfalls nur eine grobe Schätzung. Genauso beruht die zu erwartende Ausschussrate im zweiten Beispiel auf statistischen Schätzwerten und kann gar keine präzise Vorhersage sein. In den beiden Beispielen eben haben wir genaue Zahlen durch ungefähre Angaben ersetzt. Diesen Vorgang nennt man Runden. Wenn zwei Werte nicht exakt, sondern nur ungefähr gleich sind, verwendet man nicht das übliche Gleichheitszeichen mit den 2 parallelen Linien, sondern ein Symbol mit 2 Schlangenlinien.
Ich habe als Fußnote ein paar andere Schreibweisen aufgeführt, die man auch manchmal antrifft, würde von denen aber abraten, weil sie in bestimmten mathematischen Zusammenhängen eine andere Bedeutung haben. Wir sehen hier vier Beispiele für gerundete Zahlen, die sich durch die Anzahl der Nachkommastellen unterscheiden. Man sagt beispielsweise, dass der Wert in der zweiten Zeile auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet ist. Wie ist das gemeint? Runden heißt nicht, dass man sozusagen Pi mal Daumen irgendeine Zahl nimmt, die schon passen wird. Auch das Runden ist ein definierter mathematischer Prozess. Das schauen wir uns hier mal am Beispiel der Eulerschen Zahl e an, deren erste ca. 50 Nachkommastellen wir in der Überschrift sehen. Wenn wir auf eine Stelle nach dem Komma runden wollen, dann suchen wir eine Zahl mit einer Nachkommastelle, die möglichst dicht an e dran liegt. Das kann man sich grafisch ganz gut vorstellen. Im Vergleich zur Gesamtheit aller reellen Zahlen gibt es nur sehr wenige Dezimalbrüche mit einer Nachkommastelle. Im Bereich von 2 bis 3, in dem e liegt, sind es nur die 11, die man hier sieht. Der gerundete Wert ist dann unter diesen Kandidaten die Zahl, die am dichtesten am exakten Wert liegt. Das kann auch bedeuten, dass sich eine Nachkommastelle gegenüber dem Original ändert, wie man hier sieht. Wir runden auf zwei Stellen nach dem Komma und aus der 1 in der Dezimaldarstellung von e wird eine 2, weil 2,72 dichter an e liegt als 2,71. Das führt zu einer ganz einfachen Faustregel. Ist die Ziffer hinter der Stelle, bis zu der gerundet werden soll, kleiner als 5, dann wird abgerundet. Damit meint man, dass wie im ersten Fall der Rest einfach abgeschnitten wird. Ist diese Ziffer jedoch größer als 5, so wird aufgerundet. Damit ist gemeint, dass die letzte nicht verworfene Ziffer um 1 erhöht wird. Aus dieser Grafik kann man auch sehen, dass korrektes Runden immer auch eine gewisse Garantie liefert. Der exakte Wert muss in dem hier grün markierten Bereich liegen, denn sonst hätten wir ja auf einen anderen Wert gerundet. Das heißt übersetzt, dass sich e vom gerundeten Wert 2,72 um höchstens 0,005 unterscheiden kann. Allgemein bedeutet das, dass die durch das Runden entstandene Ungenauigkeit nicht größer als die Hälfte der Wertigkeit der letzten Nachkommastelle ist. Wenn eine Zahl also auf drei Stellen nach dem Komma gerundet ist, dann ist die Wertigkeit der dritten Nachkommastelle 10 hoch minus 3 bzw. ein Tausendstel. Die durch das Runden entstandene Abweichung ist dann höchstens die Hälfte davon, also 5 Zehntausendstel bzw. 0,0005. Bei der Faustregel eben ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass ich einen Fall ausgelassen habe. Was ist, wenn die Ziffer, vor der gerundet wird, eine 5 ist? So einen Fall sehen wir hier. Die Zahl 2,715 liegt exakt zwischen 2,71 und 2,72. Nach unseren bisherigen Rundungsregeln wären beide Rundungen okay. Und tatsächlich sind sie das auch. Mathematisch macht es keinen Unterschied, ob man auf- oder abrundet. Es gibt allerdings im nicht-mathematischen Alltag die Konvention, in so einem Fall aufzurunden. Das nennt man kaufmännisches Runden. Wenn Sie mal eben eine Zahl runden wollen, müssen Sie sich über sowas keine Gedanken machen. In wissenschaftlichen Zusammenhängen geht man hier aber etwas anders vor, um systematische Fehler zu vermeiden, wenn große Mengen von Zahlen gerundet werden. Die häufigste Konvention ist dann, dass in Fällen, in denen es zwei Möglichkeiten für das Runden gibt, immer so gerundet wird, dass die letzte Ziffer gerade ist. Das nennt man mathematisches, wissenschaftliches oder symmetrisches Runden und ich gehe in einem anderen Video darauf noch etwas ausführlicher ein. Natürlich können auch Computer für Sie runden. Jede Programmiersprache wird dafür Funktionen bieten. Allerdings muss ich noch auf einen typischen Denkfehler hinweisen, der damit zu tun hat, dass sich beim Aufrunden eine Ziffer ändert. Wir sehen hier nochmal die Eulersche Zahl und wir sehen, wie Simpy diese Zahl rundet. Auf vier Stellen nach dem Komma ist der korrekt gerundete Wert 2,7183, aber hier wurde aufgerundet. Darum ist die vierte Nachkommastelle von e nicht 3, sondern 2. Falls Sie sich übrigens fragen, wieso wir 5 und 6 statt 4 und 5 eingeben müssen, es geht um die signifikanten Stellen. Dazu kommen wir noch. Zum Üben hier ein paar Werte, die Sie jeweils auf drei Stellen nach dem Komma runden sollen. Halten Sie ruhig mal das Video kurz an und greifen Sie sich einen Taschenrechner oder Ihr Smartphone, das das auch können sollte, um das selbst zu machen. Ich habe absichtlich den einen oder anderen Fallstrick eingebaut. Die ersten beiden Fälle waren hoffentlich unproblematisch. Es wird einmal wegen der Ziffer 1 abgerundet und einmal wegen der Ziffer 7 aufgerundet. Im dritten Fall wird ebenfalls aufgerundet, allerdings gibt es hier einen Übertrag. Aus der 9 wird quasi eine 10, sodass aus 8,9 dann 9,0 wird. Der vierte Fall soll zeigen, dass man hier nicht frei entscheiden kann, ob man auf- oder abrundet.
Hinter der 2 kommt zwar eine 5, aber an der Stelle hören die Nachkommastellen ja nicht auf. Der exakte Wert liegt nicht genau zwischen 32,502 und 32,503 und darum muss aufgerundet werden. Im fünften Fall schließlich wird mit Übertrag aufgerundet. Da wir mehrere Überträge haben, ergibt sich im Endeffekt als gerundeter Wert die Zahl 1. Sie sollten in so einem Fall aber nicht einfach 1 schreiben. Lassen Sie bei einem gerundeten Wert niemals die scheinbar überflüssigen Nullen am Ende weg. Das gilt auch für das dritte Beispiel. Diese Nullen dienen der Kommunikation und zeigen dem Leser, wie vielen Stellen der dargestellten Zahl er trauen kann. Und da wir gerade beim Thema Kommunikation sind, will ich nochmal etwas aufgreifen, worüber ich am Anfang gesprochen habe. Die Zahlen in Mathebüchern. Hier sind drei Beispiele für Sätze, die Sie in typischen Lehrbüchern finden können. Der Konvergenzradius einer bestimmten Reihe ist ein Viertel, ein Fünftel mal x hoch 5 ist die Stammfunktion von x hoch 4, die Dichtefunktion der Standardnormalverteilung sieht so und so aus und so weiter. Und hier sehen Sie, was Sie in Lehrbüchern nicht finden werden. Ich habe sowas jedenfalls noch nie gesehen und ich würde ein Buch, in dem sowas vorkommt, nicht für seriös halten. Und das gilt nicht nur für Mathebücher, für Mathematiker, sondern im Prinzip für sämtliche Bücher und Fachartikel im MINT-Bereich. Rein technisch ist alles richtig. Ich habe lediglich die Brüche ein Viertel, ein Fünftel und ein Halb durch ihre Dezimaldarstellung ersetzt. Was ist also das Problem mit diesen Formulierungen? Das Problem ist, dass Mathematik Kommunikation ist. Es geht nicht nur darum, ob eine Aussage korrekt ist, sie soll auch von Menschen gelesen und interpretiert werden. Durch die Verwendung von Zahlen mit Nachkommastellen signalisieren sie, dass es sich um ungenaue Werte handelt. Auch wenn das keine feste Regel ist, so ist es doch eine fast universell akzeptierte Konvention. Wenn Sie über exakte Werte schreiben, dann schreiben Sie sie als ganze Zahlen oder als Brüche. Und natürlich, das muss hoffentlich nicht mehr erwähnt werden, schreiben Sie irrationale Zahlen wie Pi nur dann in Dezimalschreibweise, wenn Sie nicht die Zahl selbst, sondern einen gerundeten Wert meinen. Bisher haben wir nur darüber gesprochen, wie man rundet und wann gerundete Angaben sinnvoll sind. Aber natürlich bergen ungenaue Werte auch Gefahren, wenn man mit ihnen rechnet. Darum soll es im Rest des Videos gehen. Dazu zunächst ein ganz simples Beispiel. Sie wollen 1 Million britische Pfund in Euro umrechnen. Google wird Ihnen bereitwillig den Umtauschkurs anzeigen, der zur Zeit der Erstellung des Videos bei 1,12 Euro pro Pfund lag. Wenn Sie das allerdings auf 1 Million umrechnen, dann stellen Sie fest, dass Sie um etwa 5.000 Euro daneben liegen, weil Google Ihnen nur einen gerundeten Wert angezeigt hat. Wahrscheinlich kann man den Verlust von 5.000 Euro verschmerzen, wenn man Millionär ist, aber das Beispiel hat hoffentlich deutlich gemacht, dass Fehler in den Ausgangsdaten typischerweise auch zu Fehlern im Resultat führen. Man nennt dieses Prinzip auch etwas drastisch Garbage in, Garbage out. Man könnte nun ja sagen, dass man dann eben immer exakt rechnet und erst ganz am Ende eventuell rundet. Das ist allerdings in der Praxis selten möglich. Bestimmte Fehler sind fast unvermeidlich. Erstens sind in der Anwendung häufig schon die Eingabedaten nicht ganz korrekt. Bei jeder Messung gibt es kleine Abweichungen. Das liegt in der Natur der Sache. Und manchmal, insbesondere in der Statistik, müssen Berechnungen auch auf der Basis von Schätzungen oder Hochrechnungen stattfinden, weil man gar nicht alle Daten erfassen kann. Zweitens runden Computer selbstständig, weil sie in der Regel mit einer begrenzten Anzahl von Stellen arbeiten. Dadurch schleppen sie während der Rechnung neue Fehler ein, die man Rundungsfehler nennt. Drittens sind numerische Verfahren meistens ebenfalls fehlerbehaftet, weil sie typischerweise eine Näherungslösung für etwas liefern, das man exakt gar nicht oder nur mit hohem Aufwand berechnen kann. Diese Fehler nennt man Approximationsfehler. Die Fehler der ersten Kategorie müssen wir einfach so hinnehmen. Über die anderen beiden Kategorien werde ich gleich jeweils kurz noch was sagen. Grundsätzlich ist es jedenfalls ein wichtiger Job der numerischen Mathematik, die Auswirkungen solcher Fehler zu analysieren. Man möchte nicht nur schnelle Algorithmen haben, sondern will natürlich auch wissen, inwieweit man deren Ergebnissen trauen kann. Dabei geht es insbesondere um die Frage, wie sich Fehler fortpflanzen. Wie eventuell aus vorhandenen und scheinbar unbedeutenden Fehlern im Laufe einer Berechnung größere werden können. Dafür muss man zunächst mal zwischen absoluten und relativen Fehlern unterscheiden. Der absolute Fehler ist schlicht und einfach der Unterschied zwischen dem richtigen Wert x und dem falschen Wert x-Schlange. Der relative Fehler ist das Verhältnis dieses Fehlers zum richtigen Wert. Häufig ist eigentlich der relative Fehler entscheidend. Schauen wir uns das an unserem Umtauschbeispiel von eben an. Der absolute Fehler betrug 4.980 Euro. Aber ich sagte ja bereits, dass das für einen Millionär zu verschmerzen ist. Das, was Ihnen vielleicht wie ein größerer Haufen Geld vorkommen mag, sind nur
0,4% des Gesamtbetrages. Das ist der relative Fehler. Wenn wir uns hingegen die unterschiedlichen Wechselkurse ansehen, so stellen wir fest, dass deren Unterschied, also der absolute Fehler, geringer als 1 Cent war. Aber der relative Fehler ist derselbe. Man sieht also, dass die Multiplikation mit einer Million den absoluten, aber nicht den relativen Fehler des Ergebnisses beeinflusst hat. Und wenn man schon über relative Fehler spricht, dann muss man noch ein damit verwandtes Konzept ansprechen. Die Angabe von gültigen Nachkommastellen beim Runden ist zwar häufig praktisch, aber in Anwendung im Allgemeinen nicht die entscheidende Information. Stellen Sie sich vor, Sie haben die Länge von einem Objekt mit einer Vorrichtung gemessen, die eine Genauigkeit von einem Hundertstel Zentimeter hat. Wenn Sie die Länge in Zentimeter angeben, so können Sie also zwei Nachkommastellen noch als korrekt ansehen. Aber man könnte die Länge ja auch in anderen Maßeinheiten wie Meter, Kilometer, Milli oder Mikrometer angeben. Je nach Einheit würde man dann sagen, dass 7 Stellen nach dem Komma richtig sind oder dass sogar schon Stellen vor dem Komma ungenau sind. Das passende Konzept ist in diesem Fall das der sogenannten signifikanten Stellen. Man fängt bei der ersten Ziffer, die nicht 0 ist, mit dem Zählen an und zählt bis zur letzten Stelle, die noch genau ist. In diesem Fall würde man unabhängig von der Einheit zum Beispiel immer auf 5 signifikante Stellen kommen. Vielleicht überlegen Sie sich mal, wie die Anzahl der signifikanten Stellen mit dem relativen Fehler zusammenhängt. Durch dieses Konzept klärt sich übrigens auch, wieso wir in unserem letzten SIMPI-Beispiel 5 und nicht 4 eingeben mussten. Funktionen wie n erwarten als Eingabe die Anzahl der signifikanten Stellen und nicht die der Nachkommastellen. So, nun haben wir wenigstens die Begriffe zusammen, um an einem einfachen Beispiel mal zu sehen, wie man Fehlerfortpflanzung analysieren kann. Wir stellen uns vor, wir haben die Seitenlänge eines Quadrates mit einer gewissen Messungenauigkeit gemessen. Der gemessene Wert ist 2,1, der richtige Wert, den wir in der Realität natürlich nicht kennen, soll 2 sein. Das entspricht einem relativen Fehler von 5%. Eigentlich geht es uns aber um die Fläche des Quadrats. Stellen Sie sich vor, dass Sie wieder lackieren wollen. Wir quadrieren den falschen Wert und erhalten 4,41. Hätten wir den richtigen Wert quadriert, wären wir auf 4 gekommen. Dadurch wird der relative Fehler mehr als doppelt so groß wie vorher. Wenn Sie schon mal die ersten Seiten eines Buches über numerische Mathematik gelesen hätten, dann hätten Sie das vorhersagen können. Man kann sich den Effekt, den das Quadrieren auf den Fehler hat, ganz gut grafisch klar machen. Hier haben wir eine Funktion f, in unserem Fall wäre das f von x gleich x², in die ein korrekter Wert x eingesetzt wird. Wir setzen aber stattdessen einen ungenauen Wert x Schlange ein, von dem wir nur wissen, dass seine Abweichung vom richtigen Wert, also sein absoluter Fehler, vom Betrag her nicht größer als eine Obergrenze Delta x ist. Der Wert x Schlange, den wir in f einsetzen, wird also irgendwo zwischen den beiden hier markierten Punkten liegen. Daraus ergibt sich ein Bereich um f von x herum auf der vertikalen Achse, in dem der falsche Funktionswert liegen wird. Um zu einer einfach zu ermittelnden Abschätzung für den Fehler im Funktionswert zu kommen, greift man nun auf eine übliche Technik zurück. Man linearisiert die Funktion f, die man als differenzierbar voraussetzt. Das heißt, man ersetzt sie an der Stelle x durch ihre Tangente und stellt sich vor, dass man nicht in f, sondern in die Geradengleichung der Tangente Werte einsetzt. Für diese Tangente lässt sich nun leicht die Verteilung der falschen Werte auf der vertikalen Achse ausrechnen, die jetzt praktischerweise symmetrisch um den richtigen Wert herumliegen. Mit anderen Worten, die Steigung der Tangente, also die Ableitung von f, determiniert, zumindest näherungsweise, wie sich der Fehler fortpflanzt. Hier das Ganze nochmal in Formeln. Wir ersetzen erst f durch die Tangente bzw. durch das erste Taylor-Polynom an der Stelle x. Und wenn wir das umformen, erhalten wir Formeln für eine Abschätzung des absoluten und des relativen Fehlers des Funktionswertes f von x Schlange. In unserem Beispiel mit dem Quadrat erhalten wir als Ableitung 2x und durch Kürzen ergibt sich, dass der relative Fehler ungefähr doppelt so groß wie der relative Fehler des Arguments ist. Und das hatten wir ja auch beobachtet. Sie können zur Übung ja mal auf demselben Wege nachrechnen, warum vorhin die Multiplikation mit einer Million den relativen Fehler nicht beeinflusst hat. Mit dieser Methode kann man für viele Rechenoperationen Abschätzungen für die Fehlerfortpflanzung vornehmen. Das funktioniert insbesondere auch für die Grundrechenarten, wobei man dann allerdings f als eine Funktion von zwei Variablen betrachten und mit partiellen Ableitungen arbeiten muss. Zum Abschluss des Videos gehe ich wie angekündigt nochmal kurz auf die zwei Kategorien von Fehlern ein, die anders als die Messfehler quasi zum Hoheitsbereich der Mathematik gehören. Zuerst die sogenannten Rundungsfehler. Damit ist gemeint, dass numerische Berechnungen heutzutage quasi immer mit dem Computer und aus Effizienzgründen mit sogenannten Fließkommazahlen durchgeführt werden.
Es gibt in diesem Kanal bereits sehr ausführliche Videos zu Fließkommazahlen. Daher will ich hier nur zusammenfassend sagen, dass Fließkommazahlen ein Kompromiss zwischen Exaktheit und Geschwindigkeit sind. Da man ohnehin nicht alle reellen Zahlen in einem Computer darstellen kann, gibt man sich mit einer festen Anzahl von Bits zufrieden, was dazu führt, dass reelle Zahlen durch einen begrenzten Vorrat von rationalen Zahlen approximiert werden. Da Computer zudem intern binär rechnen, kommt es dabei häufig zu Effekten, die insbesondere für Anfänger sehr überraschend sind. Als Faustregel kann man sich merken, dass man alle Fließkommazahlen grundsätzlich so behandeln sollte, als wären es gerundete Werte. Es gibt zwar ein paar Zahlen, die genau sind, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man es bei einer umfangreichen numerischen Berechnung mit einer von denen zu tun hat, ist rein mathematisch gesehen quasi null. Selbst eine scheinbar so unschuldige Zahl wie 0,1 wird, obwohl Ihr Computer sie anders anzeigt, intern als der seltsame Bruch gespeichert, den Sie hier sehen. Und das hat auch ganz konkrete Auswirkungen, die eigentlich jeden überraschen, der das zum ersten Mal sieht und der bis dahin dachte, dass Computer keine Fehler machen. Computer können zum Beispiel ein Produkt wie 0,1 mal 3 nicht korrekt berechnen. Und auch hier ist das Ergebnis offenkundig nicht richtig. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, dass für ein Computeralgebrasystem ein Wert wie die Quadratwurzel aus 5 ein exakter Wert ist, weil man durch das Quadrieren dieses Wertes den exakten Wert 5 wieder rekonstruieren kann. Wir sehen, dass das nicht mehr der Fall ist, wenn man mit Fließkommazahlen rechnet. Wohlgemerkt, das liegt nicht daran, dass ich einen Billigrechner vom Grabbeltisch erstanden habe und liegt auch nicht an der Programmiersprache Python. Fließkomma-Arithmetik ist seit langem standardisiert und auch auf einem anderen Rechner und in einer anderen Sprache werden Sie diese falschen Ergebnisse erhalten. Aber darüber gibt es, wie gesagt, bereits viele Videos von mir. Ich will nur noch kurz etwas zu Fließkommazahlen und Computeralgebrasystemen sagen. Die vertragen sich nämlich nicht. Wie ich ja schon sagte, sind Zahlen mit Nachkommastellen eine Art Signal an den Leser, dass er es mit ungenauen Werten zu tun hat. Und ebenso sind Fließkommazahlen ein Signal an ein Computeralgebrasystem, das nicht mehr exakt gerechnet werden soll. Man muss also aufpassen, dass man in einer Berechnung nicht aus Versehen Fließkommazahlen verwendet, wenn man an exakten Ergebnissen interessiert ist. Hier habe ich als Beispiel mal die Ableitung des Arkustangens integriert und ein Vielfaches des Ergebnisses in den Sinus eingesetzt. Die ganze Übung hat nur den Zweck, auf einem unnötig komplizierten Weg den exakten Wert 0 zu berechnen. Für ein Computeralgebrasystem ist das kein Problem. Ersetzt man aber nur eine Zahl in der Eingabe durch ihr Pendant als Fließkommazahl, indem man zum Beispiel 1,0 statt 1 eingibt, so erhält man ein völlig anderes Ergebnis. Man kann sich das am besten so vorstellen, dass Fließkommazahlen die Eingaben kontaminieren. Sie werden sie nicht mehr los und erhalten keine exakten Ergebnisse mehr, nachdem sie sie einmal eingeschleppt haben. Bei SIMPI gibt es im Gegensatz zu dedizierten Computeralgebrasystemen wie Mathematica noch das Problem, dass man Fließkommazahlen versehentlich implizit in die Rechnung einführen kann. Das ist der Integration in die Programmiersprache Python geschuldet. In diesem Beispiel kommt explizit gar keine Fließkommazahl vor, aber Python wird erst den Quotienten 1 durch 1 berechnen, bevor SIMPI überhaupt zum Zuge kommt. Und das Ergebnis der Division ist eine Fließkommazahl. Solche speziellen SIMPI-Probleme lassen sich mit Funktionen wie SIMPIFY beheben. Und ganz zum Schluss noch ein paar Sätze zu Approximationsfehlern. Damit sind, wie gesagt, die Fehler gemeint, die numerischen Verfahren inhärent sind. Numerische Algorithmen sollen häufig Berechnungen zumindest näherungsweise ermöglichen, die exakt gar nicht oder nur mit nicht vertretbarem Aufwand durchführbar sind. Da es sich um Näherungsverfahren handelt, liegt es in der Natur der Sache, dass die Ergebnisse nicht genau sind. Ich zeige Ihnen auch hier nur ein Beispiel und wieder ein ganz simples. Sie wissen vielleicht schon, dass viele Integrale sich analytisch nicht lösen lassen. Und das gilt dann natürlich erst recht für die meisten Differentialgleichungen. Daher gibt es für solche Probleme auch viele numerische Methoden. Die können sich im Detail stark unterscheiden, aber die meisten laufen darauf hinaus, die Berechnung in sehr viele kleine Teile zu zerlegen, die dann näherungsweise gelöst werden. Ich habe hier absichtlich ein Integral ausgewählt, das man analytisch lösen kann, damit wir das richtige Ergebnis kennen. Es sollte ein Drittel, also 0,3 herauskommen. Wenn man das nun ganz grob durch 4 Riemann-Summen approximiert, bei denen das Intervall in 4 gleich große Teile aufgeteilt wird und die Stützstellen jeweils in der Mitte liegen, dann erhält man nicht ein Drittel, sondern 0,328215. Wichtig ist hier, dass sowohl die Eingabedaten als auch die Rechnung völlig korrekt waren. Der Fehler entsteht nicht dadurch, dass mit Fließkommazahlen gerechnet wurde und wir haben es auch nicht mit Messungenauigkeiten zu tun. Der Fehler steckt im Verfahren selbst.
Aber natürlich war das Beispiel grob vereinfacht. Dass sowas aber auch im wirklichen Leben vorkommen kann, zeige ich hier am Beispiel einer ziemlich gemeinen Funktion, die man wirklich nicht elementar integrieren kann. Zur Ehrenrettung von Python muss man sagen, dass man eine Warnung erhält, dass das Ergebnis problematisch sein könnte. Außerdem ist die zweite zurückgegebene Zahl, und das ist typisch für numerische Verfahren, eine Abschätzung des zu erwartenden Fehlers. Allerdings stellt sich in diesem Fall heraus, dass diese Abschätzung sogar noch zu optimistisch war. Mathematiker kann das Integral präziser berechnen und man sieht, dass sich das Ergebnis von Python nur verwenden lässt, wenn man bereits nach der fünften Nachkommastelle rundet. Und das war's für heute. Wie ich am Anfang des Videos schon sagte, kann man in ein paar Minuten nur einen groben Überblick vermitteln. Aber ich hoffe, es ist zumindest deutlich geworden, was mit dem Wort numerisch gemeint ist und wie man prinzipiell mit ungenauen Werten in der Mathematik umgehen sollte.